Commander, die hier haben wir geschnappt, als die Allianz-Soldaten auf Iokat niedergemetzelt hat. Mich hätte sie auch beinahe getötet, bevor wir sie überwältigen konnten. Hallo, Meisterin. Ich übernehme das, Lana. Seid bitte vorsichtig. Ich spüre Gefährliches in ihr. Das ist also die berühmte Lana Beniko. Sie ist ein Schwächling. Ich hätte ihr gerne beim Sterben zugesehen. Wenn du Lana auch nur ein Haar krümmst, werde ich dich höchstpersönlich vernichten. Ja, ihr würdet mich nur zu gerne niederstrecken, was? Als ihr verschwunden wart, habe ich so getan, als würde mir das nichts ausmachen. Aber ich war am Boden zerstört. Ihr wart die einzige Sache, die mir etwas bedeutet hat. Ich musste all meine Kraft zusammennehmen, um euren Tod zu akzeptieren und weiterzumachen. Und dann, 6 Jahre später, sehe ich euch plötzlich im Holonetz, quicklebendig, auf dem Thron eines Imperiums. Und jetzt gehst du selbst nach dieser Macht. Ihr versteht mich noch immer nicht. Ihr habt mich im Stich gelassen. Ihr ließt mich in dem Glauben, dass ihr tot seid, um ohne mich ein Imperium zu erschaffen. Ich wäre euch bis ans Ende der Galaxis gefolgt, aber das hat euch wohl nicht viel bedeutet. Ich wollte euch nur denselben Schmerz zufügen, den ihr mir zugefügt habt. Also los, bestraft mich, Meisterin. Ihr wisst, dass ich es verdiene. Es ist nicht mein Wunsch, dies zu tun, aber du bist zu weit gegangen. Du musst eingesperrt werden. Feigling! Ich schicke ein Team, um sie zu verhaften. So endet es also. Ihr verschwindet und lasst eure Untergebenen den Rest machen. Leb wohl, Jessa.